The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Schönen guten Morgen zum Webinar des Data Market Austrias. Das ist, glaube ich, jetzt das vierte. Heute geht es um das Recommender-System, das wir im Data Market Austria anbieten. Darüber sprechen Heimo Kursch und Matthias Traub vom No Center in Graz. Hallo nach Graz. Und hallo Heimo, ich glaube, du hast dich jetzt eingeschalten. Ja. Grüß dich. Guten Morgen. 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 Ich gebe noch eine kleine Introduction, was der Data Market Austria ist für jene Leute, die noch den ersten Kontakt mit uns haben, und dann geht's gleich im Medias Res nach Graz. Also ich glaube, man sieht hier eben einen Bildschirm. Der Data Market Austria ist ein Projekt, das im Oktober 2016 gestartet ist, für 3 Jahre. Ein FFG-Leitprojekt, finanziert mit 2,5 Millionen Euro und hat 16 Partner. Da unten sehen Sie die Logoleiste. Das geht vom RSA als Leader des Konsortiums über große Telekom-Anbieter wie T-Mobile, Cloud-Anbieter wie T-Systems, die EOTC auch als Cloud-Anbieter, Verlage wie der Compass Verlag, Catalyst als großer Softwareanbieter, Forschungseinrichtungen wie das FIONEUM, das No Center, Unternehmen im Bereich Datenaustausch wie die Semantic Web Company, also ein breit aufgestelltes Projekt, das zum Ziel hat, einen Datenmarkt zu schaffen, erstmals für Österreich, als Plattform und als Ökosystem, und damit so Ziele zu erreichen wie die Datenwirtschaft in Österreich, eine Plattform zu geben, um sie zu fördern, einen neuen Sektor Data Business aufzumachen und zu unterstützen und damit auch Wachstum und Beschäftigung zu unterstützen und den Standortvorteil für Österreich zu schaffen, in dem Data Exchange und Datenhandel eine solide Basis kriegt und sozusagen auch die Möglichkeit besteht, kleinere Projekte in größeren Rahmen zu machen. Wie machen wir das? Es werden Skills und Ausbildungen gefördert. Es wird diese Datenplattform gegründet und betrieben. Wir sind da jetzt gerade mittendrin und stellen in dieser Webinarreihe die verschiedenen Komponenten vor. Und es gibt auch ein Inkubatorprogramm, das in seiner ersten Ausführung gerade abgeschlossen ist. Am 6. Juni war der Einreichschluss für Projekte, die auf dem Datenmarkt agieren möchten. Die Entscheidung fällt im Juli, welche dieser Projekte die 300.000 Euro, die ausgelobt sind, sich teilen. Und im Herbst werden wir das erste Mal berichten, wie die Implementation dieser Projekte voranschreitet. Es gibt eine Community, Sie sind hoffentlich Teil davon. Unter datamarket.at finden Sie auch unser Partnerprogramm. Da können Sie einfach Mitglied werden und auf erste Hand Informationen beziehen, die auch in den Entwicklungsprozess des Datamarket Einblicke geben. Damit höre ich auch schon auf und wir gehen im Medias Res nach Graz. Vielleicht noch eine Ankündigung am Schluss des Webinars. Machen wir eine Fragen- und Antwortrunde. Und bitte bereiten Sie Ihre Fragen einfach vor und geben Sie die Fragen in den Fragen- oder Questions-Tab in Ihrem Control-Panel vom Webinar. Genau, dann gebe ich schon weiter an den Heim und den Matthias. Hallo. Ja, vielen Dank für die Einführung. Jetzt brauche ich noch den Screen, da müsstest du jetzt kriegen. Da ist er schon. Da ist er schon ausgezeichnet. Gut,
Also, mein Name ist Heimo Gursch, neben mir sitzt mein Kollege Matthias Traub und wir werden Ihnen jetzt einen kurzen Einblick geben in den Empfehlungsdienst oder das englische Wort ist Recommender, den wir für den Data Market Austria hier in Graz entwickeln. Wer sind wir? Wir sind vom KnowCenter. Das KnowCenter sitzt hier in Graz im Campus der Infeldgasse, der TU Graz. Und uns gibt es seit 2001 und wir beschäftigen uns, sagen wir mal, mit allen möglichen Dingen, die so im Dunstkreis der Datenanalyse und der Datenverarbeitung liegen. Als wir gegründet wurden 2001, beschäftigten wir uns sehr stark mit Daten aus Text, also unstrukturierten Daten im Text. Und in den letzten Jahren sind wir auch in einige weitere Bereiche reingegangen. Das ist zum Beispiel die Auswertung von Maschinendaten. Das ist auch die Auswertung von Daten, die entstehen, wenn Menschen untereinander kommunizieren oder zusammenarbeiten. Oder das sind auch andere Dinge, die zum Beispiel in der Industrie oder Telekommunikationsbereich anfallen. Und einer der Forschungspunkte, mit denen wir uns eben beschäftigen, sind Empfehlungsdienste. Und um diese Empfehlungsdienste soll es jetzt im weiteren Verlauf dieses Webinars gehen. Da schalte ich mich noch mal kurz ein. Du hast ein Splitscreen im Broadcast. Vielleicht kannst du es auf Maximize machen. Also ich sehe diese Vorschauansicht. Es geht auch. Ja, hervorragend. Dann bin ich schon wieder weg. Danke. Danke für den Hinweis. Worum geht es jetzt in der nächsten Zeit? Also als erstes werden wir nochmal kurz auf den Data Market Austria eingehen und besonders darauf, welche Rollen gibt es im Data Market Austria? Wer ist im Data Market Austria alles vorhanden? Welche Aufgaben verknüpfen Sie sich daraus? Und das soll dann die Überleitung sein. Okay, wie können wir es schaffen, dass diese unterschiedlichen Rollen miteinander zusammenarbeiten? Wie funktioniert das, dass hier Anbieter und Konsumenten zusammenfinden und damit dann neue Lösungen schaffen können, neue Geschäftspotenziale schaffen können und neue Märkte generieren können. Der zweite große Teil, der dann von meinem Kollegen übernommen wird, da geht es dann darum, Ihnen einen Einblick zu geben, wie funktionieren Empfehlungsdienste, was sind die Grundlagen dahinter, welche Überlegungen gibt es, wie können hier die Daten, die bereits bestehen, genutzt werden, um hier eben dieses Matchmaking-Problem zu lösen, dass hier die unterschiedlichen Parteien zueinander finden. Und im dritten Teil gehen wir dann darauf ein, wie wir das konkret im Data Market Austria lösen, also welche Umsetzungen wir für den Data Market Austria gewählt haben. Und damit starte ich jetzt gleich rein. Hier noch einmal kurz die Ziele, die beteiligten Personen und das Zusammenspiel dieser beteiligten Personen im Data Market Austria Ihnen etwas näher zu bringen. Wenn man sich so hier das als Übersicht mal darstellt, wo jetzt so die einzelnen Akteure gezeigt sind, so ist es grundsätzlich mal wenig mehr als ein abstraktes Konzept des Marktplatzes. Hier sollten also die einzelnen Parteien zusammenfinden und hier soll Handel betrieben werden. Es können Dienstleistungen angeboten werden, es können Daten angeboten werden und jeder der, sagen wir mal, physischen Partner kann unterschiedliche Rollen einnehmen und kann in eine dieser oder mehrere dieser Rollen schlüpfen, um dann über den Data Market Austria mit anderen Partnern zu interagieren. Als erstes haben wir hier den Datenanbieter.
Das ist jemand, der also Datensätze zur Verfügung stellt, entweder den Datensatz komplett einmal und den man sich dann beliebig oft besorgen kann, oder auch den Datensatz als Datenstrom. Das heißt, hier gibt es kontinuierliche, eine kontinuierliche Datenlieferung. So eine kontinuierliche Datenlieferung könnte zum Beispiel der aktuelle Wasserstand der Donau sein oder zum Beispiel das aktuelle Wetter hier in Graz. Das sind kontinuierliche Datenströme. Ein Datensatz als Ganzes wäre zum Beispiel das österreichische Telefonbuch. Das ist ein gesamter Datensatz, den man sich dann hier holen könnte oder jemand hier anbieten könnte. Damit diese Daten hier nicht nur totes Holz sind, sondern auch wirklich man damit etwas anbieten kann, gibt es dann den zweiten Akteur im Datenmarkt, das ist der Service Provider. Ein Service können Sie sich grundsätzlich als Software vorstellen, die Daten verarbeiten kann. Das ist nicht weiter beschränkt und jeder, der hier eine Software anbieten möchte oder kann, die Software muss bestimmten Regeln genügen, aber sobald sie das tut, und das ist vergleichsweise einfach, kann sie eben angeboten werden. Und damit kommt dann schon so der erste Nutzer davon, das ist die Forschung. Für die Forschung sind natürlich die Datensätze schon mal roh interessant, aber natürlich auch andere Datenverarbeitungsdienste, die angeboten werden können. Und hier können dann bereits die Forscher damit loslegen. Der nächste Punkt sind Infrastrukturanbieter. Es ist so, dass nicht jedes Unternehmen in Österreich über einen eigenen Cluster verfügt. Viele haben zum Beispiel Daten, die sie nicht oder wo sie nicht über die Leistung verfügen, die selbst zu verarbeiten. Oder wenn Sie sich ein neues Service über den Datenmarket Austria kaufen, dann kann es das Problem geben, dass dieses Service oder dass Ihre bestehende Hardware für diesen Service nicht mehr genug. Und hier kommt dann der Infrastrukturanbieter ins Spiel. Hier können Sie dann über den Datenmarket Austria zu den Daten und Services dann auch noch die nötige Infrastruktur sich besorgen, um dann zum Beispiel eine Serverfarm für 3 Tage zu mieten und dann ein Service mit den Daten hier durchlaufen zu lassen. Der nächste Punkt sind jetzt hier auf der rechten Seite die Kunden des Data Market. Das sind jetzt in erster Linie reden wir hier von Firmenkunden. Das heißt, hier gibt es Firmen, die ein Produkt anbieten wollen mit den Services, der Infrastruktur oder den Daten, die am Datenmarkt verfügbar sind. Das heißt, hier schaffen wir dann wirklich neue Geschäftsmodelle, hier schaffen wir neue Lösungen, hier schaffen wir neue Produkte, damit eben hier ein Unternehmen neue Lösungen anbieten kann, die es zuvor nicht konnte. Einfach dadurch, dass die Daten, die Infrastruktur und die Services neu kombiniert worden, wie es vorher hier noch nicht möglich war. Und zu guter Letzt gibt es den End-User. Der End-User ist dann derjenige, der eben diese neuen Produkte nutzt, der also hier wiederum dann am Ende dieser Verarbeitungskette steht. Und das können jetzt natürlich Privatpersonen sein, ganz klar. Das können aber auch Firmen sein. Also auch anderen Firmen kann hier Dienste angeboten werden, die über den Datenmarkt abgewickelt werden sollen. Und jetzt sehen Sie hier schon, allein wenn man an die, sagen wir mal, 3 Anbieter in der untersten Ebene denkt, den Datenanbieter, den Serviceanbieter und den Infrastrukturanbieter, dann gibt es hier das Problem, wie finden die jetzt alle zusammen? Und das ist genau das, worum sich es in den Rest des Vortrags drehen wird. Das heißt, es gibt hier verschiedene Parteien oder verschiedene Akteure, die alle unterschiedliche Dinge einbringen können, beziehungsweise die an unterschiedlichen Dingen interessiert sind. Und die Frage ist nun, wie finden die zusammen? Und die zentrale Instanz dafür ist etwas, was wir hier jetzt einmal Broker genannt haben.
Und der Broker ist diejenige Rolle, nenne ich es mal, die also die einzelnen Parteien zusammenbringen soll. Und hier gibt es jetzt dann schon ein bisschen ein Problem. Wie kann das funktionieren, dass der Broker diese Parteien eben zusammenfindet? Und wenn der Datenmarket eine bestimmte Größe überschreitet, dann wird rein sprachliche Kommunikation nicht mehr ausreichen. Wird es nicht mehr möglich sein, dass der Broker alle beteiligten Parteien im Kopf hat und auswendig weiß. Und deshalb setzen wir hier dann eben auf technische Hilfsmittel und Lösungen. Einerseits eben die Suche, wo man den Datenmarkt dann nach vorgegebenen Kriterien durchsuchen kann. Andererseits eben den Empfehlungsdienst beziehungsweise die Recommendations, die also eine technische Möglichkeit sind, hier den Broker zu unterstützen und hier es zu ermöglichen, dass die Beteiligten zusammenfinden und dass hier neue Lösungen im Datenmarkt entstehen können. So, jetzt darf ich übernehmen. Vielen Dank, Heimo. Ich würde jetzt gern ein bisschen allgemein über Recommender-Systeme, Empfehlungsdienste reden. Prinzipiell die grundlegende Idee dahinter aufzeigen, ein paar Exemplare liefern, wo Recommender-Systeme sonst auch noch eingesetzt werden und welche Methoden dahinter sind. In Anschluss daran dann noch einmal kurz zusammengefasst, wie wir das dann in DMA umsetzen, beziehungsweise wie das dann konkret auf die zuvor angesprochenen Teilnehmer wirkt. Zur grundlegenden Idee würde ich mal vorab sagen, okay, wie finden jetzt eigentlich, hoppala, das war ein Fehler meinerseits, Entschuldigung. So, wie finden Teilnehmer eigentlich die Produkte, die sie haben wollen? Wie kommen sie von der einen Empfehlung zur anderen? Einfach ein Beispiel, wir haben zwei Hotdog-Stände, Stand A und Stand B, und man kann sich vorstellen, wenn man jetzt keine Präferenz hat, ist es in dem Sinn willkürlich, wie man sie da festlegt. Wie der Heimer schon angesprochen hat, es gibt dann zum Beispiel Word of Mouth, dass zum Beispiel ein Freund, ein Bekannter mir empfiehlt, ja, ich muss unbedingt zum Hotdog-Stand B gehen, weil da werden original Frankfurter Würstchen verkauft. Das ist zum Beispiel schon eine Empfehlung im klassischen Sinne, natürlich jetzt eben von einem Menschen durchgeführt, kann aber dann in weiterer Folge auch von einer Maschine gemacht werden. Wie wir das zum Beispiel auch kennen von anderen Marketplaces, wie zum Beispiel Amazon, wir haben Referenzen, wo eben diese Produkte bewertet worden sind. Hier sieht man zum Beispiel, der Hotdog-Stand A hat 3 Sterne von 5 und der Hotdog-Stand B hat 5 Sterne von 5 und wir sehen mit ungefähr 130 bis 150 Personen, die das gewertet haben. In diesem Falle würden wir uns natürlich ebenfalls für den B entscheiden, weil wir sehen, okay, genügend Leute haben das präferiert und gut bewertet. Somit vertraue ich jetzt mal der Masse und sage, okay, ich denke mal, mir wird dieser Hotdog auch schmecken. Wenn wir uns jetzt das Beispiel anschauen, das kommt auch hier und da öfter vor, jetzt haben plötzlich beide Hotdog-Stände die gleiche Bewertung. Was uns aber natürlich sofort auffällt, Hotdog-Stand A hat halt das gleiche Rating, also 5 von 5 Sternen. Jedoch hat es nur eine Person gewertet im Vergleich zu 147 im Hotdog-Stand B. Wieder da ist das Problem im ersten Augenblick, je nachdem, wie das dargestellt wird, ist, sieht man, okay, beide sind gleich gut, aber dann muss man eben schon einmal eine Stufe weiterschauen und sich überlegen, okay, wie viele Personen haben das jetzt angeschaut, kann das überhaupt vertrauenswürdig sein, war das vielleicht der Hotdog-Stand-Besitzer selbst, der das bewertet hat und eben nicht mehr die Masse. Also Recommender-Systeme sind im Endeffekt, begegnen wir jeden Tag, tagtäglich. Entweder ist es eben eine Empfehlung von den Freunden, Bekannten oder Familie, die eben sagen, bitte schaut euch diesen Film an oder wenn die Zeitung eine Empfehlung schreibt oder einen Review schreibt und eben dann eben Software beziehungsweise Internetplattformen wie Amazon und dergleichen, die eben dann schon eigentlich das Konsumverhalten der Personen geprägt hat und wie Firmen beziehungsweise Produkte dann aufgestellt werden, wo eben sehr stark Produkte durch Recommender-Systeme eben getrieben werden anhand von Präferenzen, vorherigen Käufen etc. Und alles eben maßgeschneidert für den Kunden.
Wo kann man sich jetzt Recommender-Systeme vorstellen? Ich habe es gerade angesprochen, einfach irgendeinen Online-Marketplace, hier zum Beispiel eben ein Fashion, ein Fashion-Plattform, wo man sich Schmuck und dergleichen kaufen kann. Und je nachdem, was man eben gekauft hat, kriegt man dann Empfehlungen, was eben dazu passen würde oder was was gerade eine Freundin zum Beispiel empfehlen würde. Im Hotel, im Tourismusbereich gibt es das Gleiche auch schon. Eben ähnliche Hotels, die man zuvor gebucht haben, kann das sein auf das Preisbudget zugeschnitten oder auf die Location. Oder eben ist es, wenn ich immer ein 3-Sterne-Hotel gebucht habe in der Vergangenheit, wäre ich plötzlich kein 5-Sterne-Superior vorgeschlagen bekommen und dergleichen. Also das sind alles Recommender-Systeme im Hintergrund, die eben auch schon die Suche mit beeinflussen und die Ergebnisse dementsprechend lenken. Man kann sich das jetzt auch weitergehen, wenn man zum Beispiel eine Lernplattform hat, kann man das Verhalten der Benutzer analysieren und sagen, okay, Personen, die sich zuerst dieses Thema angeschaut haben, haben sich dann immer was anderes angeschaut, also diesen Lernpfad nachbilden und da eben Vorschläge zu bringen, okay, welche weiteren Lernressourcen würden eben zu diejenigen, die man sich gerade angeschaut hat, passen. Dann gibt es auch Recommender-Systeme, die sich im Endeffekt so wie eine Suche tarnen. Da kann man sagen, okay, das ist eine etwas intelligentere Suche. Wenn man so zum Beispiel ein Problem hat, das man bei Google eintippt, findet man sehr globale Antworten darauf. Und wir haben da in Kooperation auch einen sozialen Recommender gebaut, der eben für einen Bezirk maßgeschneidert ist, wo man eine Frage eingeben kann und je nachdem, welche Institution einem bei dieser Frage helfen kann, kriegt man die empfohlen. Dieses System zum Beispiel ist auf mehreren Datenquellen aufgebaut, einerseits den Beschreibungen dieser Institutionen, oft gefragte Fragen und dessen Antworten, sowie auch die Fragen, die die Nutzer gestellt haben, worauf man dann gelernt hat und gesehen hat, okay, jemand, der die Frage stellt, ich habe ein Problem mit meinem Kind, das geht nicht zur Schule, brauche ich nicht das AMS empfehlen, also da kann das der Algorithmus dann auch lernen. Also noch einmal zusammengefasst, Recommender-System, man hat das Problem-Statement, schaut folgendermaßen aus, man hat das User-Modell, das entweder durch Ratings, demografische Attribute gegeben ist oder eben den Kontext der Situation, sprich welches Buch zum Beispiel gerade angeschaut wird auf Amazon oder welche Frage gerade gestellt wird. Und man hat eben Items, die man darauf matchen will, eben auf die User-Präferenzen oder eben zuvor angesehene Items, und da hat man meistens eben die Charakteristiken. Ziel des Ganzen ist eben, die gewünschten oder die gesuchten oder die vielleicht man noch gar nicht weiß, dass man die haben will, Items zu finden und die bestmöglich zu ranken, um eben den Benutzer schnellstmöglich zu dem Ziel zu führen und eben der Prozess, die Daten, auf denen da aufgebaut wird, sind eben Interaktionen, wie eben diese ganzen Items miteinander verknüpft sind. Stellen wir uns jetzt zum Beispiel vor, wir haben ein Produkt, das ist ein Fahrrad, und auch das Produkt Fahrrad kann eben unterschiedliche Produktkategorien haben. Wir sehen eben da ein Kinderfahrrad, ein Damenfahrrad und ein Trailbike. Und da ist jetzt die Frage, okay, welches Produkt muss ich jetzt oder will ich jetzt meinem Kunden empfehlen? Was muss ich da über diesen Kunden eben wissen? Wir haben gerade vorher schon angesprochen, es gibt diverse Ratings etc. Die Ratings nennt man explizites Feedback, expliziten User Input, wo eben wirklich Nutzer anhand von Bewertungen oder eben als Favoriten gebookmarkt haben, dass sie wirklich explizit eben dieses Produkt oder diese Produktgruppe bewertet haben und sozusagen die Präferenz ausgedrückt haben, kann einerseits positiv sein, andererseits auch negativ. Also wenn ein User zum Beispiel das Kinderfahrrad ganz schlecht bewertet, werde ich eben jetzt in Zukunft nicht noch einmal ein Kinderfahrrad vorschlagen. Und demgegenüber sind eben implizite Interaktionsdaten, wo man eigentlich das Benutzerverhalten mittrackt, zum Beispiel welche Fahrräder hat der Kunde sich angesehen, wie lange ist er auf einer gewissen Seite verblieben, also die Verweildauer, wie viele Fahrräder hat er sich gesamt angesehen etc. Also das sind dann implizite Indikatoren, die man, wenn man das am besten kombiniert, den Geschmack des Users eben abbilden kann.
Man kann eben dann unterschiedliche Empfehlungstechniken anwenden. Zum einen gibt es unpersonalisierte Empfehlungen, wo eben einfach statistische Auswertungen gemacht werden. Zum Beispiel im letzten Monat sind es die 10 Hauptprodukte, die gekauft worden sind. Kann eben einfach diese Haupt- oder diese populärsten Items vorschlagen. Oder man geht wirklich in die Richtung und macht personalisierte Empfehlungen, wo man eben dann dieses User-Modell und diesen Kontext mit einbezieht, um eben die Empfehlungen maßgeschneidert eben nur für diesen User zu machen und nicht eben für die Masse. Wie vorher schon gesagt, unpersonalisierte Methoden sind eben ganz einfach dieser Most Popular, wo man sich einfach anschaut, okay, in einer gewissen Produktkategorie im gesamten Datensatz, bestenfalls über eine bestimmte Zeit, sind X oder K Top-Items verkauft worden und im Endeffekt, wenn man einen sehr einfachen Recommender implementieren will, nimmt man einfach diese Items und schlagt diese vor, weil ein Großteil von den Nutzern ist eben Teil dieser großen Masse und wird eben auch diesem Trend meistens folgen. Wenn man sich jetzt eben personalisierte Algorithmen anschaut, da gibt es, kann man sagen, zwei grobe Unterscheidungen. Der eine ist eben das Collaborative Filtering, wo man sich eben populäre Items anschaut im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis oder Leute, die ähnliche Produkte eben auch gekauft haben. Und das zweite ist eben das Content-Based Filtering, wo man sich anhand von den zuvor gekauften Items eben die Attribute dieser Produkte anschaut und anhand von diesen Produktattributen eben ähnliche Items findet. Jetzt möchte ich da kurz ein bisschen tiefer reinsteigen in dieses Collaborative Filtering. Wir haben gerade vorhin schon gesagt, also es beruht auf dem Nutzerprofil und eben der Community. Also der Community kann man sich in dem Sinn so vorstellen, entweder man hat wirklich ein soziales Netzwerk, zum Beispiel wie Facebook, da hat man eben die Verknüpfungen mit diversen Freunden von mir und dann kann ich anhand von diesen Verknüpfungen mir die zum Beispiel Käufe oder Seiten anschauen, die meine Freunde sich angesehen haben. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass Dinge, für die sich meine Freunde interessieren, interessiere ich mich selbst auch. Also auf diesen Ansatz ist das zugrunde liegend. Man kennt es vielleicht auch bei Amazon. Personen, die das gekauft haben, interessieren sich auch für das. Das ist im Endeffekt auch eine Art von Collaborative Filtering, nur nicht eben basierend auf diesen direkten Connect zu einer Freundschaft oder einer Beziehung, sondern einfach über das Produkt, das eben gerade angesehen wird. Wie eben schon gesagt, ja, die Annahme ist eben, dass der User die ähnlichen Geschmack hat wie seine Freunde und dass man eben da auf Ähnlichkeitsmuster eben schaut. Große Fragestellung in dem Bereich ist eben, wie groß muss eben diese Neighborhood Size sein, also wie viele Personen müssen ähnlichen Geschmack haben, dass man da gute Recommendations generieren kann und man hat da gesehen eben über den Laufe der Zeit, wo sie diese Recommender-Systeme eben etabliert haben, dass eben eine Größe von 20 bis 50 Personen eine sehr gute Zahl ist. Darunter ist es sehr schwierig, weil es dann eben sein kann, dass man einen Bias reinkriegt in gewisse Richtungen, wenn zum Beispiel ich nur drei Personen mit nur drei Personen befreundet bin und unter Anführungszeichen die sehr radikale Gegensätze haben in den Geschmäckern, ist es sehr schwer, da eine einheitliche Empfehlung zu generieren beziehungsweise auch den Geschmack der einzelnen Person zu treffen. Das Problem, wenn zu viele Personen im Netzwerk sind, ist eben das Problem, dass es dann in Richtung einem Most Popular geht. Je mehr Personen im Netzwerk sind, desto mehr kriegt man den Bias dieser Popularität hinein, sprich Randprodukte, die eben nicht sehr populär sind, fallen da eben durch das Raster durch. Ein weiteres Problem, was es bei Collaborative Filtering auch gibt, ist eben das Cold Start Problem. Sprich, Cold Start heißt in dem Fall, wenn jetzt zum Beispiel ein User neu in den Marketplace oder in dieses Netzwerk einsteigt, hat er sehr wenige Interaktionen mit irgendwelchen Items, sowie auch wenn jetzt ein neues Item in das System eingepflegt wird, hat eben noch kein User die Chance gehabt, das zu benutzen oder zu kaufen, wie auch immer.
Und somit ist es da das Problem, dass der Collaborative Filtering Ansatz per se diese Items bzw. User in der ersten Instanz nicht wirklich finden würde. Und da muss man sich eben Alternativen überlegen. Ein weiteres Problem ist eben auch Sparsity. Sparsity ist das Problem, dass eigentlich sehr wenige User bzw. Interaktionen im ganzen System vorhanden sind. Also das ist zum Beispiel ein Problem, was wir am Anfang von DMA sehr stark haben werden. Wir werden das System aufsetzen, dann wird der erste Schwall an User kommen, aber es wird eben sehr wenig Interaktionen am Anfang geben. Das heißt, der Collaborative Filtering Ansatz ist in der ersten Instanz, wird wahrscheinlich zu keinen guten Ergebnissen führen. Das ist eben nochmal kurz Similarity. Wie kann man eben dieses Netzwerk aufbauen von meinen Freunden, unter Anführungszeichen? Man kann das über eben die Verkäufe machen. Man kann das über Check-ins, Likes, Views, eben dieses implizite Feedback machen, sowie auch über das explizite, dass man sagt, okay, Personen, die das Produkt mit gleich hohen Ratings bewertet haben wie ich, sind mir sehr ähnlich. Und dann kann ich davon ausgehen, dass da eine sehr große Überlappung ist. Konträr zu dem Collaborative Filtering ist eben der Content-Based Filtering Ansatz. Hier schaut man sich eben die Item-Features an. Also ich nehme mir zum Beispiel die Historie von meinem Nutzer, schaue mir an, welche Produkte diese Person gekauft haben oder interagiert hat, nehme die Attribut-Features, zum Beispiel in dem Fall wäre es ein Film, dass ich sage, ich habe den Titel, ich habe das Genre, ich habe gewisse Schauspieler und suche mir dann anhand von dem Features eben ähnliche Filme heraus, die eben diesem gleichen Präferenzen beziehungsweise Content-Features entsprechen. Da gibt es einen sehr naiven Ansatz, in dem ich zum Beispiel sage, okay, ich will einfach 1:1 Treffer haben, wo ich sage, okay, ich möchte, wenn die Person einen Actionfilm geschaut hat, dann möchte ich nur andere Actionfilme kaufen. Oder man baut sich da eben schon so ein Netzwerk drumherum auf, dass ich sage, okay, was sind verwandte Genres zu Action, beziehungsweise was ist da ganz konkret dazu? Ein Ansatz, der da sehr häufig verwendet wird, den wir auch in DMA umgesetzt haben, beziehungsweise verwenden, ist eben die Term Frequency in Inverse Document Frequency. Das ist ein Modell, beziehungsweise ein Algorithmus, der eben eigentlich die Häufigkeit der Terme, die vorkommen, nimmt und eben multipliziert mit der invertierten Anzahl in den Dokumenten. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sehe, okay, in jedem Dokument kommt vor, es ist ein Actionfilm, dann ist das eigentlich nicht sehr aussagekräftig, weil es mir keinen zusätzlichen Input liefert. Wenn ich jetzt weiß, okay, in ein oder zwei Dokumenten kommt es vor, hat es eine viel höhere Wichtigkeit, als wie es kommt in allen vor. Genau, was eben wichtig ist bei den ganzen Content-Based-Filtering-Methoden, wenn man eben auf Text, die Features auf Text basiert sind, dass man eben solche Sachen wie Stop-Words rauslöscht, dass man Wörter auf die Urform zurückführt, das nennt sich Stemming, und dass man auch möglichst nicht einen zu großen Korpus hat, dass man nicht zu viele Wörter in der Beschreibung hat. Also es nutzt nichts, wenn die Beschreibung 2 Seiten lang ist, weil eben dann zu allen anderen möglichen Sachen sicher Ähnlichkeiten gefunden werden und es sollte eigentlich nur die wichtigsten Features sollten hinterlegt sein. Was ist bei dem Ansatz eben wichtig beziehungsweise Herausforderung? Wir haben schon gerade gesagt, es müssten eben strukturierte Attribute hinterlegt sein bei den einzelnen Items. Es wäre gut, wenn die eben schön verteilt sind, sprich wenn alle die gleichen Attribute haben, ist es auch wieder sehr sinnlos und es ist sehr unwahrscheinlich, dass man eben, wie soll ich sagen, Verbindungen findet, die eigentlich kontextmäßig nichts miteinander zu tun haben. Also wenn man sich vorstellt, ich habe jetzt eine Zotterschokolade mit Chilis und Zitrone, würde eben so ein Content-Based-Filtering das nicht kombinieren, das macht nur der Herr Zotter selbst. Genau, die Takeaway-Message von dem ist eben, das funktioniert auf einem sehr großen, man braucht kein sehr großes Set an User, weil man eben hauptsächlich auf die Attribute der Items zurückgreift. Und was auch sehr wichtig ist, es ist sehr gut nachvollziehbar. Also man kann sehr gut erklären, welches Item jetzt empfohlen wird anhand von den Features. Natürlich kann man jetzt eben diese einzelnen unterschiedlichen Algorithmen kombinieren, und zwar in einen hybriden
Da gehe ich jetzt drüber aus Zeitgründen. Man kann sich das vorstellen, man nimmt einfach die Ergebnisse von diesen drei Algorithmen, die wir vorher gehabt haben, Most Popular, Collaborative Filtering und Content-Based. Dann gibt es unterschiedliche Methoden, wie man die zusammenstoppeln kann und kommt eben dann zu einem durchgemixten Ergebnis, wo eben meistens was dabei ist, was diesem User gefällt oder was eben passt zu dem Use Case. Eine große Frage, die man sich immer stellt, ist, wenn ich jetzt eben diese Produkte empfehle, wie kann ich das messen, ob das für den User prinzipiell jetzt eigentlich was gebracht hat, ob das einen Impact gehabt hat. Und im Endeffekt ist es eben das Ziel, herauszufinden, welcher Algorithmus am besten performt, beziehungsweise dass man eben da die einzelnen Parameter eben tunen kann. Da gibt es zwei Methoden. Es gibt eine Online- und eine Offline-Evaluierung. Die Online-Evaluierung ist eben in einem Live-System, wenn ich zum Beispiel einen A/B-Test habe, sollte eigentlich sehr, sehr unbewusst passieren, zum Beispiel, dass einfach ein User im Hintergrund werden die Recommendations mit dem Content-Based berechnet und für den anderen User mit Collaborative Filtering. Und wenn man da gewisse Anzahl an Usern überschritten hat, kann man das eben dann recht gut vergleichen und sagen, okay, welcher von den beiden liefert eigentlich die besseren Ergebnisse. Die Offline-Simulation hingegen schaut sich das Nutzungsverhalten an, das vorige, und versucht, das zukünftige zu simulieren. Sprich, wenn man schon historische Nutzungsdaten hat, eben Verkäufe von Items, kann man die hernehmen und eben die Historie verwenden, um eben die Zukunft zu predikten in dem Sinn und dann zu schauen, wie gut hätte da jetzt mein Algorithmus abgeschnitten. Da gibt es eben unterschiedliche Methoden, wie man dieses Test- bzw. Trainingsset aufteilen kann. Vorzugsweise verwendet man da den 80-20-Split, sprich 80% von dem, was in meiner Historie ist, benutze ich, um meinen Algorithmus zu trainieren und 20% benutze ich eben, um die Ergebnisse zu evaluieren und zu testen. Da muss man bei manchen Systemen aufpassen, dass es eben meistens eine vielleicht zeitliche Abfolge gibt, die man eben da nicht auseinanderbringen sollte. Sprich, wenn sich jetzt Personen einen Fernseher gekauft haben, danach ein HDMI-Kabel und dann vielleicht noch eine Soundbar, ist es eine ziemlich logische Reihenfolge, wie die Personen das gekauft haben. Und wenn ich jetzt den Fernseher wegschneide, das Item, was als erstes gekauft worden ist, ist es sehr schwierig, zum Beispiel von der Soundbar auf den Fernseher zu schließen, weil eben der Fluss in die andere Richtung geht. Da gehe ich jetzt auch relativ schnell drüber, weil das, glaube ich, zu viel ist für heute. Es gibt unterschiedliche Maße, wie man dann diese Performance eben messen kann. In den Folien ist es dann eher sichtlich. Es gibt eben die Precision, die man sagt, wie viele von meinen Items jetzt wirklich Teil des Sets des Users waren. Es gibt dann den Recall, der mir sagt, wie viele Items ich generell aus seinem Set getroffen habe. Und dann gibt es eben noch andere Sachen, wie zum Beispiel Novelty, wo es wichtig ist, ob das Item jetzt sehr neu ist, oder Diversity, wo man eben sagt, okay, ich will jetzt mal dem User was anderes vorschlagen, als wie das, was er jetzt eigentlich immer schon gekauft hat. Da ist es eben sehr wichtig, dass man sich entsprechend des Anwendungsfalls genau überlegt, welche Maßeinheit wirklich relevant ist. Weil wenn man sich zum Beispiel vorstellt, man sitzt im Patentamt, und das Patentamt muss eben alle möglichen Patente durchsuchen, um festzustellen, ob das jetzt eine Neuerung ist oder nicht. Wenn ich jetzt noch auf die Precision ziele und sage, okay, ich kriege 10 Vorschläge und alle sind richtig, ist das zwar gut, aber wenn ich dann 20 andere übersehe, weil der Recall zu niedrig ist, ist das eigentlich das falsche Maß, um eben diesen Anwendungsfall zu bedienen. Entschuldigung. Jetzt möchte ich nochmal kurz darauf eingehen, wie wir das in DMA umgesetzt haben oder wie eben die Lösung hier ist. Wir bauen da auf unserem eigenen Recommender Framework auf, das sich über die Jahre bei uns entwickelt hat. Das nennt sich SCAR, das ist ein Scalable Recommender Framework. Das Framework an und für sich gibt die Möglichkeit auf, eben zu suchen und eben Recommendations zu generieren. Das baut auf einen Microservice, auf eine Microservice-Architektur auf, die eben sehr gut skalierbar ist. Wir setzen hauptsächlich auf Real-Time-Recommendations, also alle Algorithmen, die ich zuvor erwähnt habe, können in Echtzeit berechnet werden. Es gibt natürlich auch Methoden, die eben eine längere Berechnungszeit brauchten, wo ein großes Modell erst generiert wird über den ganzen Datensatz.
kommt meistens zu einem etwas genaueren Ergebnis, hat eben aber den Nachteil, dass es eben eine gewisse Vorarbeitungszeit braucht. Und bei den Echtzeitalgorithmen habe ich den Vorteil, den großen, dass wenn jetzt ein User zum Beispiel ein Produkt kauft, ich sofort diesen Produktkauf oder Bewertung in meine Berechnung mit einbeziehen kann und sofort neue Recommendations generieren kann. Natürlich planen wir auch große Offline- und Online-Studien, sobald eben alle Daten im DMA eingespielt sind, und dann eine Online-Studie, wenn der Datenmarkt im Endeffekt dann live geschalten wird. Wir haben momentan alle zuvor vorgestellten eben Algorithmen mit eingebaut und benutzen diese auch. Im Hintergrund haben wir nur aus technischer Sicht benutzen wir Apache Solr als Data Backend, weil das sich gezeigt hat, dass so die Algorithmen sehr gut damit funktionieren, und eben die Microservices betreuen wir eben mit Apache Zookeeper, um eben die Skalierbarkeit hier zu gewährleisten. Architekturtechnisch schaut es eben so aus. Wir haben die einzelnen Microservices, die einerseits für das Data Handling zuständig sind, andererseits für die Administrierung, wo man eben die Algorithmen konfigurieren kann beziehungsweise evaluieren kann, und eben dann den Teil, der eigentlich die ganzen Recommendations generiert beziehungsweise die Suche und Interaktionen hinterlegt. Wie schaut es jetzt nur noch einmal im DMA-Setting aus? Wir haben halt den untersten Layer, wie wir im vorher schon gesehen haben, eben wir haben diese Service-Anbieter, wir haben diese Datenanbieter, wir haben Interaktionsdaten und wir haben auch Service-Assessment, also Services, die einzelne Services evaluieren und schauen, ob die wirklich gut performen. All diese Daten kommen in das Matchmaking-Framework, das eben quasi der Aufbereitungsschritt ist, um eben darauf eben Suche und Empfehlungen anzubieten. Sprich, da wird die Vorverarbeitung angepasst, dass eben die Daten so in das Data Backend gelangen, dass eben Algorithmen darauf rechnen können. Wie auch vorher schon gesagt, wir haben eben diese unterschiedlichen Teilnehmer im Datenmarkt, die sind natürlich eben strukturiert hinterlegt im System mit Metadaten. Und wie man da eben sieht, sieht man da auch eben die ganzen Zusammenhänge. Also Datensätze werden über Interaktionen mit Services verbunden. Eine Interaktion kann sein, ein User schaut sich einen Service an und kurze Zeit später eben diesen Datensatz, oder er hat eben diese zwei Produkte gekauft. Man hat eben Feedback erhalten, dass der eine Service sehr gut für diesen Datensatz passt. Und aus diesem Sammelsurium von Interaktionen und einzelnen Identitäten und Items kann man eben dann die einzelnen Algorithmen aufsetzen und dann eben für den Kontext basiert die Recommendations ausspielen. Wie schaut das momentan aus? Also prinzipiell, wir haben für das DMA das Backend entwickelt. Das wird jetzt im nächsten Schritt eben in das Portal integriert und wird dann eben im Herbst, wenn es zum Launch kommt, eben die Recommendations direkt im Portal anzeigen und eben auch die Suche. Ja, damit sind wir jetzt eigentlich auch schon beim Ende von unserem Webinar. Ich hoffe, wir haben Ihnen da ein bisschen was vermitteln können im Bereich Recommender-Systeme, worauf es da ankommt und wie wir das prinzipiell in DMA angehen. Und jetzt hätten wir, glaube ich, noch ein paar Minuten Zeit, um ein paar Fragen zu beantworten. Danke, Matthias und Heimo. Ich lasse euch den Bildschirm, weil das ist ganz gut. Da kann man auch sich notieren, wenn es Fragen gibt, die nachher kommen. Aber ich habe jetzt auch zwei Fragen schon reinbekommen, die von jetzt sind. Bitte Fragen auch jetzt noch stellen. In Ihrem Control Panel gibt es einen Question oder Fragen Tab, je nach eingestellter Sprache, heißt der Fragen oder Questions. Da kann man einfach eintippen, die Frage, und ich werde sie den Zweien dann vortragen, so wie ich das jetzt tue. Nämlich die eine Frage war, geht es um diesen Broker in der Mitte, dieses rote Männchen. Der menschliche Broker hat ja ein sehr gutes Domainwissen, also wenn da wirklich ein Mensch in der Mitte steht, der sich für bestimmte Domänen besonders gut auskennt und hat bestimmtes Wissen und Vernetzungen in die Objekte vom Datenmarkt. Soll das komplett ersetzt werden oder gibt es diesen menschlichen Recommender auch, der dann eben diesen Maschinenrecommender
zur Seite hat? Ja, der menschliche Broker bzw. der menschliche Empfehlungsdienst, den gibt's weiterhin. Unser Recommender ist in erster Linie ein Hilfsmittel für diesen menschlichen Broker. Das heißt, damit, wenn der Datenmarkt wächst und wenn das Angebot immer vielfältiger wird, dann ist es für den Menschen einfach nicht mehr möglich, alle Details und alle Verbindungen im Kopf zu haben. Und genau da soll der Empfehlungsdienst von uns eben Unterstützung leisten, um hier diesen Broker eben die bestmöglichen Verbindungen aufzuzeigen und die bestmöglichen Zusammenarbeiten vorzuschlagen. Das ist einerseits. Andererseits ist es natürlich schon so, dass der Empfehlungsdienst auch in die Web-Oberfläche eingebunden wird und damit der Empfehlungsdienst dann allen zugänglich wird, die sich im DMA-Portal nach möglichen Produkten informieren. Und hier kann man dann schon sagen, okay, für diese kleines erste Kennenlernen, für das kurze Stöbern, da wird es sicher so sein, dass diese automatischen Empfehlungen dann einen menschlichen Broker, sagen wir mehr oder weniger fast vollständig ersetzen. Der Grund dazu ist ganz einfach, es stöbert sich leichter auf einer Homepage, da schauen viele Leute gern mal rein, aber dann wirklich einen Broker jetzt konkret anzuschreiben, anzurufen oder bei dem vorbeizuschauen, da ist die Einstiegshürde dann doch ein bisschen größer. Und deswegen glauben wir, dass gerade in diesem Bereich hier unser Empfehlungsdienst recht rasch dann Einzug finden wird. Danke. Die nächste Frage, glaube ich, hängt da damit zusammen. Bei diesen Suchtouren durch den Datenmarkt entstehen natürlich Nutzungsdaten und so Pfade, thematische Pfade. Werden die dann auch wieder weiter in einem Recommender verarbeitet oder ist es sozusagen jeder Suchalgorithmus ein Standalone? Nein, also da versuchen wir schon eben wie zuvor auch im Vortrag angesprochen, eben die Interaktionen, die die Nutzer generieren, weiter zu verwenden. Da achten wir aber sehr wohl darauf, dass wir da eben diese Sicherheits- und Sicherheitsrichtlinien bzw. Datenschutz einhalten. Sprich, alle Interaktionen, die getätigt werden, sind eigentlich dann nur hinterlegt zwischen den Datensätzen und Services bzw. den einzelnen Identitäten und werden dann nicht unmittelbar an den User mit angehängt. Sprich, ein User, der jetzt ein Produkt gekauft hat im Datenmarkt, das ist natürlich hinterlegt. Dadurch wird eben die Historie des Users bestimmt, aber je nachdem, was er sich jetzt gebrowst hat oder nicht, das ist dann nicht mehr direkt auf den User zurückzuführen, aber es wird quasi anonym in die Masse mit eingespielt, um herauszufinden, welche Datensätze mit welchen Services zum Beispiel kombiniert werden können. So lernt das System relativ schnell sozusagen. Genau, ja. So lernt das System und am Anfang ist es wahrscheinlich so, dass man eben hauptsächlich eben diese Impressions hat, dass eben Personen gewisse Sachen sich anschauen und dann kann man da eben gewisse Cluster herausfinden. Die kann man dann analysieren und sagen, okay, ist das da auch ein inhaltlicher Overlap, kann man eben dadurch eben die einzelnen Algorithmen ein bisschen tunen und in weiterer Folge eben dann Gewichtungen festlegen. Wie ausschlaggebend eben jetzt ein Klick, ein View, ein Like, ein Bookmark, ein Kauf etc. Okay, danke. Für den Moment sind das die Fragen, die hier eingetrudelt sind. Aber man kann Fragen gerne an uns weiterstellen. Die E-Mail-Adressen sind da eingeblendet. Für heute, glaube ich, sind die Fragen erschöpft sozusagen. Was nicht erschöpft ist, ist das Projekt. Da möchte ich noch was anderes einblenden, nämlich, wenn Sie hier schauen, gibt es ein Partnerprogramm auf unserer Webseite. Da kann man beitreten und kriegt 1A und First-Hand-Informationen. Wie Sie sehen, wenn man da so reinschaut, gibt es schon einiges an Unternehmen, die sich hier subskribiert haben. Wenn ich schaffe, hier zu scrollen, dann werden Sie auch ein paar mehr sehen, ja genau jetzt. Ja, also eine illustre Runde, der Sie bitte beitreten, um in Zukunft mit dem Data Market was
zu tun. Wir setzen auch diese Webinarreihe fort. Schauen Sie auf die Webseite. Nach dem Sommer, also im September, geht's weiter mit weiteren Webinaren. Wir haben auch immer wieder Präsenzveranstaltungen. Bitte auch auf die Homepage schauen, dass die nächste Präsenzveranstaltung, unser Meetup, wird höchstwahrscheinlich am 2. Oktober in Wien sein. Ort und Themen werden noch bekannt gegeben. Ja, bleiben Sie dran, wir bleiben auch dran. Ja, danke Heimo und Matthias und ja, einen schönen Tag noch. Wir sagen auch danke fürs Einschalten und Zuhören und wie gesagt, bei Fragen einfach per E-Mail an uns und wir können gerne beantworten. Danke. Danke.